Hi, guten Morgen. Ich bin einfach so müde. Gestern Abend war ich natürlich so, ja, ich bin voll fit. So, ich war gestern Abend so wach, ich konnte nicht einschlafen und dachte mir so, ja, ich freue mich schon richtig aufs Aufstehen und jetzt bin ich hier und ich denke mir so, nein. Aber egal, ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Ich habe nicht mal Lust, mich zu schminken. Ich werde trotzdem mich versuchen, so ein bisschen herzurichten, weil ich halt jetzt so, keine Ahnung, wie viele Stunden unterwegs sein werde. 15, 16, 17 und deswegen. Ja, muss ich mich jetzt ein bisschen herrichten und ich freue mich auf jeden Fall auf LA. Aber jetzt fliegen wir erstmal nach Warschau und dann haben wir da kurze Aufenthaltszeit und dann geht's weiter nach LA und ich freue mich erstmal, wenn wir in Warschau sind und dann freue ich mich natürlich, wenn wir erstens. Guck mal, meine Augen fallen zu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Vlog. Wenn ihr diesen Vlog seht, habe ich die Reise schon hinter mir. Aber ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie die abgelaufen ist und ja. Let's go. Leute, ich bin so dumm. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Warum sollte ich mich eigentlich schminken? Weil ich werde eh schlafen und dann wird die Wimperntusche eh verlaufen. Ich schmink mich nicht. Ich bin müde und ich bin verwirrt. Jetzt geht's wirklich los. Bis gleich. So, wir haben jetzt die Koffer weggebracht und holen uns jetzt noch irgendwo was zu essen, weil ich habe so Hunger. Und es ist eigentlich gerade so peinlich hier zu vloggen, weil mich alle anstarren an. Aber egal. YOLO. Ich bin jetzt gerade bei Starbucks. Meine Eltern sind irgendwo anders. Aber ich wollte unbedingt zu Starbucks. Und ich warte jetzt auf mein Getränk und dann gehe ich wieder runter. Und dann werden wir auch, glaube ich, langsam schon ins Flugzeug, also Richtung Gate und dann ins Flugzeug steigen nach Warschau. Okay, also wir haben es jetzt überlebt und sind jetzt in Warschau und jetzt müssen wir ungefähr noch anderthalb Stunden ungefähr hier bleiben, bis wir dann in die nächste Maschine können. Also so, der Flug ging eigentlich an sich, aber ich mag einfach diese Propellermaschinen nicht, weil ich da irgendwie immer voll Angst habe. Okay, wir gehen jetzt gerade zum Flugzeug und steigen. War ich da drin? Nein, ich glaube nicht, keine Ahnung. Meine Mutter will sich heute nicht so zeigen. Da ist vielleicht später. Ja, nee. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall, steigen jetzt ins Flugzeug ein. Und genau, dann geht es jetzt gleich endlich los. Ich werde jetzt erstmal schlafen, weil ich bin so müde. Hier ist ein kleines Babyflugzeug. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe zwar nicht so eine Lust, jetzt 12,5 Stunden zu fliegen, aber geht auch vorbei und dann freue ich mich aber umso mehr, endlich da zu sein in L.A. Yes! So, wir sitzen jetzt endlich im Flugzeug auf dem Weg nach L.A. Ich musste gerade einfach zu so einer Bombenkontrolle oder so, weil ich so aussah wie eine, die Bomben bei sich hat oder so. Richtig komisch. Aber ja, wir sehen uns gleich und wünscht mir einen guten Flug. Das sind 13 Stunden. So, wir sind jetzt gerade rausgegangen und es ist einfach so schön sonnig. Die Sonne geht jetzt gleich unter. Und hier vorne ist jetzt das Pier. Ich kann es euch ja mal zeigen. Da vorne, das Santa Monica Pier. Und hier ist so ein riesiger Ball, der mich gleich überrollt. Genau, und da ist das Pier und das ist so schön. Aber jetzt habe ich erstmal Hunger. So, ich bin jetzt wieder im Hotel angekommen, habe jetzt gerade noch ein paar Pommes gegessen, ein paar Pomsi-Momsis und noch ein bisschen
was gesnackt. Genau, hier ist es jetzt 19.43 Uhr. In Berlin ist es schon gleich 5 Uhr morgens. Aber irgendwie bin ich noch gar nicht so müde, also es geht voll klar. Aber so langsam könnte ich mich schon so langsam ins Bett legen. Aber genau, ich werde jetzt mein Video schneiden, also das, was ihr gerade gesehen habt. Und werde dann morgen ist mein erster Tag dann quasi in LA, also so der erste richtige Tag. Und ich werde eh in den nächsten 2 Wochen so viel filmen, wie es nur geht. Und ganz viele Vlogs hochladen. Ich hoffe, es kommt auch gut bei euch an. Und dass es euch auch gefällt und dass ihr mehr sehen wollt. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ich wirklich viel, also sehr aktiv filmen soll, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Dann würde ich vielleicht Daily Vlogs machen, also vom ganzen Urlaub. Und genau. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und ich werde mich jetzt abschminken wieder. Und erstmal hinlegen und versuchen, nicht einzuschlafen. Egal, danke fürs Zuschauen. Checkt gerne nochmal mein Social Media ab, um die Bilder aus LA auch nicht zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!